Über 20 Jahre. So lange haben wir darauf gewartet. Seitdem es Pokémon Gold und Silber gibt, existiert auch Dumiesel. Und Dumiesel selbst ist schon ein äußerst hässliches Pokémon. Ich habe damals schon gesagt, hätte man es einfach umgedreht, es hätte so viel besser ausgesehen. Doch die Zeit ist gekommen, Freunde. Mit der neunten Generation von Pokémon bekommt Dumiesel eine, nein, zwei ganze neue Entwicklungen. Hat es Game Freak geschafft? Haben sie aus Dumiesel endlich eine vernünftige, schön aussehende Form gemacht? Ist all das, was an Dumiesel einfach langweilig und fad aussieht, nun ersetzt und aufgebessert worden? Nein, es ist nicht! Sie haben einfach nur zwei Dumiesel genommen, in Teile zerschnitten und wieder Frankensteinartig zusammengeklebt und ist Dumi-Miesel genannt. Aber, wait, das war ja nur eine Form. Ich meine, bei der anderen haben sie sich doch ein bisschen mehr gedacht, oder? Ja, mehr ist richtig. Bei der Dreisegmentform haben sie nämlich drei Dumiesel genommen, sie in Kleinteile zerhackt und Frankensteinartig zusammengefädelt. Ich pack das nicht, Game Freak. Das grenzt ja an Arbeitsverweigerung. Ist das wirklich eure beste Idee gewesen, was man aus Dumiesel machen kann? Ein Dumi-Miesel mit zwei Körpern oder drei? Nein, da steckt ein System hinter, oder? Ja, ich habe euch nämlich durchschaut, Game Freak. Game Freak macht sich mit der Weiterentwicklung von Dumiesel über uns lustig. Sie haben aus Dumiesel einfach ein Meme gemacht und daraus seine Entwicklung geformt. Dumiesel. Dumiesel. Und wenn man nun genau hinsieht, ist alles das, was wir sagen, für Game Freak einfach nur Mimi. Die sind genial. Die sind genial. Sind bösartig, aber leider genial. 1:0 für euch, Game Freak.